Warum No-Bullshit-Frauen die besten Freundinnen sind. No-Bullshit-Frauen lassen sich von anderen nicht manipulieren und sie wissen einfach, wie sie für sich selbst einstehen können. Sie mögen laut sein oder sogar von Zeit zu Zeit als verrückt empfunden werden, aber ihre Einzigartigkeit ist das, was sie zu den besten Freundinnen macht. Manchmal mögen sie dir zu einschüchternd erscheinen, nur weil sie keine Angst haben, ihre Meinung zu äußern und genau das zu sagen, was sie meinen. Anstatt sie zu verurteilen, solltest du sie begrüßen, weil diese Frauen die aufrichtigsten Personen sind, die du je treffen wirst. Und falls du mir nicht glaubst, gibt es hier 6 Gründe, warum No-Bullshit-Frauen die besten Freundinnen sind, die deine Welt regieren werden. Erstens, sie setzen sich für das ein, woran sie glauben. Eine No-Bullshit-Frau wird nie eine Sache sagen und dann ihre Meinung nur wegen jemand anderem ändern. Nein. Wenn sie fest an etwas glauben, werden sie sich von dir niemals deine Ideale aufzwingen lassen. Es liegt in ihrem Blut, immer für sich selbst aufzustehen und für das zu kämpfen, woran sie glauben. Denn sie wissen, wenn sie es nicht tun, wird es auch niemand anderes tun. Sie sind nicht die Art von Person, die auf die Zustimmung anderer Leute warten wird. No-Bullshit-Frauen haben feste Überzeugungen und Träume. Und sie werden nie zulassen, dass jemand sie verändert. Wenn sie dir sagen, dass sie dich mögen, werden sie ihre Meinung nicht über Nacht ändern, wegen irgendeiner trivialen Sache. Du wirst immer ihr Wort haben und es macht sie zu erstaunlichen Freundinnen. Zweitens, sie reden nicht um den heißen Brei herum. Nein, No-Bullshit-Frauen werden dir genau sagen, was sie denken und sie werden sich daran halten. Wenn sie etwas stört, werden sie es dir sofort mitteilen. Du wirst nie ihr Verhalten überanalysieren müssen, um herauszufinden, was in ihrem Kopf vor sich geht. Sie sind ehrlich und sie haben keine Angst, dir zu sagen, wie sie sich fühlen, auch wenn sie dich dabei beleidigen müssen. Sie wissen auch, dass Ehrlichkeit ein teures Geschenk ist und sie geben es nicht jedem, nur denen, die es verdienen. Drittens. Sie sind Frauen der Tat. Sie mögen viel reden, aber sei sicher, dass ihren Worten konkrete Taten folgen werden. Sie sind nicht die Art von Person, die darauf wartet, dass andere das tun, was sie selbst tun kann. Du kannst dir sicher sein, dass sie nicht nur im Bett liegen und darauf warten, dass du die meiste Arbeit erledigst. Und sie werden dir nicht nur sagen, was sie mit dir machen wollen, sondern es dir auch zeigen. Und sie werden es mit Leidenschaft tun, genau wie alles andere. No-Bullshit-Frauen sind echte Juwelen, wenn es darum geht. Was auch immer sie tun wollen, sie werden es mit Leidenschaft tun und sie werden nicht aufhören, bis sie es so machen, wie sie es sich vorgestellt haben. Viertens, es ist aufregend, mit ihnen zusammen zu sein. Und ich meine wirklich aufregend. No-Bullshit-Frauen verfolgen das, was sie wollen und nichts und niemand wird sie davon abhalten, dafür zu kämpfen. Sie wissen, was sie wollen und wie sie es erreichen können. Sie sitzen nicht nur herum und warten auf die Lieferung. Sie sind diejenigen, die aufstehen, die Ärmel hochkrempeln und die Arbeit erledigen. Und es gibt nichts Aufregenderes als das. Du wirst nie von einer No-Bullshit-Frau gelangweilt werden, weil sie immer etwas in ihrem Leben vorhaben wird und du wirst die Spannung genießen, die sie dir täglich bringen wird. Mit ihnen fühlt sich auch ein normaler Tag wie ein Urlaub an. Sie sind Ruhe für deine Seele und Frieden für deinen Geist. Fünftens, sie haben ihren eigenen Kopf. Das ist es, was sie extrem interessant macht. Sie haben ihren eigenen Kopf und werden dir nie nur zunicken und mit allem einverstanden sein, was du ihnen sagst. Sie ertragen kein schlechtes Benehmen und sie werden dich angreifen und dir sagen, wenn sie denken, dass du falsch liegst. No-Bullshit-Frauen werden dich ständig zur Selbstverbesserung auffordern und du wirst dafür dankbar sein. Sie zögern nie, ihre Meinung zu ändern und es ist ihnen scheißegal, was du über sie denken wirst. Sie sind wirklich immer sie selbst und sie werden erwarten, dass du sie für das magst, was sie sind, nicht für das, was du willst. Sechstens. Sie sind loyal. Wenn eine No-Bullshit-Frau dich liebt, wird sie es dir sagen und zeigen. Und du kannst dir verdammt sicher sein, dass sie dir gegenüber loyal sein wird, unabhängig von den Umständen. Aber wenn du ihre Loyalität als selbstverständlich ansiehst, musst du wissen, dass sie nicht schweigen wird. Sie wird dafür sorgen, dass du für alles, was du getan hast, bezahlst. Es gibt keine Grauzone bei ihr. Du wirst entweder mit ihr zusammen sein oder nicht, aber sie wird deinen Scheiß nicht tolerieren. Sie wird auch deine lahmen Ausreden nicht tolerieren. Also schätzt du sie besser so, wie sie es verdient. Und du wirst schnell merken, dass sie deine Traumfrau ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.